Handel beim Hund. Dein Hund frisst Gras, jetzt musst du handeln. Denn das bedeutet, dass er unter Mangelernährung leidet. So, Mangelernährung. In den allermeisten Fertigfuttern, die von 85% der Hundehalter auch gefüttert werden, sind so viele Zusatzstoffe drin, dass eine Mangelernährung gar nicht möglich ist. Nehmen wir dann noch die restlichen 15% dazu, die roh füttern. Auch die müssten sich unglaublich anstrengen, um einen Mangel herbeizuführen. Dementsprechend, ich weiß nicht, wen ihr damit ansprecht, aber Mangelernährung kann schon mal gar nicht sein. Dazu kommt, wenn der Hund einen Mangel hat, welchen soll er denn haben? Wenn er Gras frisst als Karnivore, dann wird es schon ganz schwierig. Was soll er da rausziehen? Mein Tierarzt hat mir deswegen die Lucky Bellies von Memory empfohlen. Na, wenn dein Tierarzt dir das empfohlen hat, dann wird das wohl schon das Beste sein. Wenn mein Tierarzt mir das empfehlen würde, dann würde ich den Tierarzt wechseln. In diesem kleinen Leckerlis ist alles enthalten, was ein gesunder Hund braucht. Habe ich das richtig verstanden? Da ist alles drin, was ein gesunder Hund braucht. Warum? Der ist doch schon gesund. Durch die enthaltenen Probiotika kann sich eine gestörte Darmflora super schnell erholen. Und weil die Inhaltsstoffe rein natürlich sind, wird das Immunsystem zusätzlich gestärkt. Na, dann schauen wir doch mal, was in Lucky Belly alles so Tolles drin ist. Immerhin ist es ja good shit mit den Superkräften der Natur und Probiotika. Das einzig Sinnvolle in dem ganzen Ding hier sind die Bakterien, die im Darm vorkommen. Das könnte ich witzigerweise aber auch einfach über Pansen oder Pansensticks füttern, die weitaus günstiger sind. Der größte Bestandteil dieser Leckerlis ist Reis, den Hunde gar nicht verdauen können. Tolle Geschichte für die Verdauung. Dass dieses Leckerli ganze 10% tierischen Anteil hat, das wird natürlich auch nirgendwo gesagt. Und wenn man dann behauptet, das Ganze sei für Hunde mit Allergien entwickelt, dann wird's richtig interessant. Denn wenn ich einen allergischen Hund habe, dann brauche ich am besten ein Futter oder Leckerlis mit Monoproteinen. Das heißt, nur ein tierisches Eiweiß. Und was haben wir hier? Hier haben wir Huhn und Insekten. Und dass irgendwelche Leckerlis Allergien vorbeugen, das ist absoluter Blödsinn. So erreiche ich mit nur einem Lucky Belly am Tag. Mit nur einem einzigen. Was habt ihr dann da für eine Fütterungsempfehlung? Eigentlich für das Gewicht von einem Golden Retriever und sei es nur eine Hündin, die du da hast, wären es zwei am Tag. Ihr müsst euch schon mal entscheiden. Eins wird ja dann wohl nicht reichen. Zwei wären dann genug oder zu viel. Dass mein Hund nicht mehr unter den Verdauungsproblemen leiden muss und dadurch hat auch das Grasfressen und das Bauchbrummeln endlich aufgehört. Na, da freuen wir uns aber, dass es Heli besser geht. Der Trick an grasfressenden Hunden ist, dass sie keinen Mangel haben, sondern dass es verschiedene Gründe dafür geben kann. Grund Nummer 1, der Hund hat irgendwas im Magen liegen, was nicht verdaulich ist, was möglicherweise spitz ist und was raus soll. Schnell geht's raus, wenn es erbrochen wird. Langsam geht's raus, wenn es hinten rauskommt. So, was macht der Hund? Der frisst Gras, dann wird aus diesem Teil ein Päckchen. Das heißt, im Verdauungstrakt wird das häufig spitze oder unangenehm empfundene Stück dann umwickelt und sorgt dafür, dass es keine Verletzungen am Verdauungstrakt oder an der Speiseröhre gibt, wenn es erbrochen wird. So. Ritualisierte Fütterung. Dazu wird es noch ein extra Video geben, weil das sehr häufig dazu führt, dass Hunde übersäuern. Das heißt, die fressen draußen Gras, damit die Übersäuerung, damit der Magen was zu tun hat. Weil was Gescheites kriegen sie ja nicht. Dementsprechend, auch das könnte ein Grund sein, warum Hunde Gras fressen. Und dann gibt es noch Hunde, die einfach gerne Gras fressen. So einfach ist es. Und ich kann da auch für meine beiden Mädels sprechen. Die fressen dreimal im Jahr super gerne Gras. Wann ist das? Das ist einmal im Frühjahr, wenn das erste Gras wächst, ganz frisch. Dann im Sommer, wenn die Maat war, die erste Maat und das Gras wieder nachwächst.
und im Herbst oder Spätsommer nochmal so die letzten feinen Grashalme, die nochmal gewachsen sind, nachdem die letzte Maat war. Nicht alles ist ein Todesurteil, weil der Hund mal irgendwas frisst, was sonst nicht im Napf landen würde.